Zombie Apocalypse. Hallo YouTube, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Adventskalender. Und ihr seht schon, Haus Nummer 10 ist da. Wir machen weiter mit unserem Deutz D30. No? Hier ist er. Oh, die Kamera ist ein bisschen hoch. Das gefällt mir nicht. So, da ist er. Die Nummer 10. Hier ist er. Und unsere Bedienungsanleitung, unsere Bauanleitung, wie es weitergeht. So, dann wollen wir mal schauen, was ist hier drin. Ja? Ich bin wieder sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was meine Frau wieder reingepackt hat. Das gibt wieder Überraschungen hoch 10. Und wie ihr ja gemerkt habt in den anderen Videos, ich liebe Überraschungen. Vor allem, wenn da nur ein Teil drin ist. Und vor allem, wenn sie mal eine Frau gemacht hat, dann liebe ich die Überraschung noch mehr. Und vor allem, wenn sie nach 8 Uhr passieren, abends. Dann kommt die auf die besten Ideen. Ihr mögt es nicht glauben, aber ich sag euch, wenn ihr eine Sonnefrau habt, braucht ihr keine Feinde mehr. Den Rest dürft ihr euch gerne denken. Ich kriege nachher eh einen wieder mit der Bratpfanne. Auf jeden Fall erstmal einen schönen 10. Dezember morgen wünsche ich euch. Genießt euren Kaffee. Ich habe meinen schon auf. Da könnt ihr jetzt auch halten von was ihr wollt. Nein, Spaß. So. Oh, da sind tatsächlich zwei Teile drin. Man mag es kaum glauben. So. Dann gucken wir mal. Oh, sogar drei. Ich fasse es nicht. Vier. Vier Teile? Was ist denn jetzt kaputt? Das ist natürlich sehr schön. So, also wir haben einmal ein Armaturenbrett. Ja, ich weiß, ich habe auch die Kommentare gelesen und mir wurde es auch so gesagt, weil einige von euch kennen und sehen mich ja auch täglich auf meiner Arbeit und ja, auf der Kamera hier unten, da, das gute Stück, ist es sehr grisselig. Jetzt fällt mir fast die Birne weg. Also wir haben zwei hier von diesen, Moment, ich guck mal, dass ich es hier hingelegt kriege, so dass ihr es seht, hier, von diesen Teilen und das sind die Lampen, die Scheinwerfer. Einen habe ich gerade schon dran gemacht und halt das Vorderteil vom Schlepper. Ne? Also hier, wir halten es nochmal in die andere Kamera oben. So. Und wie ihr seht, da habe ich schon dran gemacht. Jetzt machen wir das andere noch dran, weil das gehört da dran. Da brauche ich nicht in die Bauanleitung gucken. Und ich weiß auch schon, wo es hingehört. Jetzt habe ich die falsche Seite festgenommen. Da seht ihr mal, was meine Frau mit mir macht hier. Die bringt mich komplett aus dem Konzept. Und jetzt passen die Teile nicht. Was ist das? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, okay. Ah, da sind so Haken dran. Jetzt habe ich es kapiert. Okay. Damit die auch richtig einrasten und auch richtig reingehen. Jetzt muss man erstmal gucken, wo sind die? Wo ist dieser Haken? Boah. Ich sehe den nicht. Das ist ja lustig.
So. Okay, wir machen es jetzt anders. Wir schnappen uns jetzt unser Werkzeug und die Pinzette daraus. Und dann gucken wir mal, wo denn dieser Haken ist. Warum gucke ich immer in die Richtung? Das ist ganz einfach. Da schlummert das edle Weib. Würde jetzt McManus sagen, ich sag, da schlummert meine Holle. Nicht meine Olle, meine Holde. So. Ne? Also, wenn ich jetzt Olle gesagt hätte, dann wieder einen auf den Hinterkopf. Morgen früh. Mit der Gusspfanne. Sag mal, jetzt komm her hier. Da ist das Teil. Okay. Ist das Teil. Jetzt sitzt er. Da sitzt er auch. Und das Teil kommt, wenn ich das richtig gesehen habe, hier vorne dran. Das geht auch gar nicht. Ach so. Falsch rum. So rum dran. Jetzt nicht. Okay, nochmal Werkzeug raus. Da ist nämlich ein kleines Teil im Weg. Das muss man jetzt mal wegknipsen. Weggeknipst. Keine Ahnung, ist weg. So. Müssen wir den mal hier drauf stecken. So. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Also der Deutz nimmt dann doch schon Form an. So. Und dann machen wir jetzt noch das Armaturenbrett dran. So. Cool. Also, Armaturenbrett, einmal hier und einmal wackelt noch, weil davor kommt die Batterie, habe ich gesehen, in der Bauanleitung. Einmal hier für die Großaufnahme nochmal. Da ist es. So, legen wir es mal hier hin. Also, wir haben jetzt da einmal unseren. Das Armaturenbrett, mal in dem Fall. Heute ist wieder der Wurm drin. Und einmal vorne die Lampen mit dem Chassis, um den Motorblock von der Batterie zu trennen, die ganze Elektrik, die da reingehört und so weiter und so fort. Das muss alles dahin. Das wackelt jetzt noch, aber sobald die Batterie dann da ist, die wir, denke ich mal, auch bald bekommen werden, vielleicht. Man weiß ja nie, was meine Frau noch so geplant hat. Ist halt alles eine reinste Überraschung. Und wenn ihr jetzt denkt, ich habe getrunken, stimmt, Energy. Habe ich. Nee, aber ansonsten, es ist immer eine Überraschung tatsächlich und ich freue mich da auch tierisch drüber. Also von daher, meine Lieben, das war's schon wieder. Morgen geht's weiter. Denkt dran. Haus Nummer 11. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Abend, einen schönen Tag.
wann auch immer ihr es seht. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns am 11. wieder. Und denkt dran, am 12. nochmal, dann am 12. abends, 18.15 Uhr, haben wir dann nochmal eine Folge mit Erlengrad. Ne? Unsere kleine Farm. Ich bin gespannt. Wir müssen mal gucken, was passiert. Jo, und ansonsten haben wir da noch was? Nö, haben wir nicht. Doch, den Livestream abends. 20, 21 Uhr, also irgendwo zwischen 20 und 21 Uhr werden wir dann wieder mit dem Livestream starten. 4 Folgen am Stück aufnehmen und ich bin absolut heiß drauf. Absolut heiß drauf, was passieren wird in der nächsten Zeit noch in Erlengrad. Ihr habt es ja noch nicht gesehen, aber lasst euch überraschen. Schaltet ein, euer Kolke. Bye.